Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn wir einen solchen Tag begehen, den Tag Maria Geburt, dann ist damit etwas sehr Gewöhnliches verbunden und zugleich etwas sehr Außergewöhnliches. Es ist so gewöhnlich, was wir heute feiern, dass uns die Bibel davon nichts berichtet. Was gibt es auch zu berichten, wenn ein Kind geboren wird? Was gibt es zu berichten und zu erzählen, dass ein kleines jüdisches Mädchen geboren ist? Das Normalste der Welt, das Gewöhnlichste. Und doch liegt ja in jeder Geburt eines Kindes etwas Unglaubliches, etwas Außergewöhnliches, ist mit jeder Geburt eines Kindes sozusagen ein Wunder verbunden. Dieses Wunder des gewöhnlichen Menschseins führt uns zum Außergewöhnlichen dieser Frau. Wir wissen, wen wir da feiern. Wir wissen, wenn wir sie besingen als Morgenröte, als Tor des Lichtes. Wo kommt sie her? Wir sprechen heute viel, und das gerade im Rahmen auch der Psychologie, von dem, was wir an Lasten in uns tragen, von Prägungen, von Vererbungen. Und meistens sprechen wir eben über die Lasten. Das hat er von seinem Vater. Ach, seine Mutter war schon so. Wir kennen das, solche Zuschreibungen. Manchmal stimmt das auch. Wir sprechen auch im Christentum leider viel zu oft von der Vererbungsgeschichte des Bösen. Ja, es ist irgendwie auch verständlich. Wir sind von ihm umgeben. Wir begegnen ihm manchmal in uns selber. Dieser unglaubliche Rumor und Aufstand in uns, wo das Böse nicht nur sich bemerkbar macht, sondern nach außen hervorbricht. In einem schlechten Wort, in einer bösen Absicht, in einer miserablen Handlung oder in einem Verhalten, das weiter nicht beschrieben werden muss. Diese Vererbungsgeschichte, wenn man sie denn ernst nimmt, stößt uns jeden Tag auf. Aber es gibt eben auch die andere. Die Vererbungsgeschichte der Freude, die Vererbungsgeschichte des Glaubens. Vater Schmemann nennt das in seinem kleinen Büchlein über Maria eine geistliche Vererbung. Über die reden wir viel zu wenig, aber es gibt sie. Und eigentlich feiern wir sie am heutigen Tag. Wenn wir das anschauen, dann merken wir, wie viel an Glauben, wie viel an Überzeugung, wie viel es gebraucht hat, um diese wunderbare, einzigartige Blüte aus dem Baum Israels hervorzubringen. Ob uns das immer klar ist? Wir kennen, so sagt Vater Schmemann, die Einzigartigkeit, die Schönheit, den Reichtum des Segens eben dieses Kindes und seines Schicksals, seiner Bedeutung für uns und für die ganze Welt. Wir feiern all das und alle, die Maria gleichsam vorbereitet haben, die sie mit diesem Reichtum und dieser Schönheit erfüllt haben. Die geistliche Vererbung, wie er das nennt. Wie viel Glaube war nötig? Wie viel Gutes? Wie viele Generationen von Menschen, die aus dem Höheren und Himmlischen lebten, damit am Baum der Menschheit diese wunderbare und duftende Blüte erwuchs, die allreine Jungfrau und allheilige Mutter. Und deshalb feiern wir heute, so Schmemann, ein Fest der Menschheit selbst, ein Fest des Glaubens an die Menschheit und der Freude über die Menschheit. Weit sichtbarer und verständlicher ist die Vererbung des Bösen. Aber genau die böse Skepsis und dieses verzagte Misstrauen fordern uns auf, die Kirche ausgerechnet an dem Tag von uns zurückzuweisen, an dem sie mit welcher Freude, mit welchem Glauben die Geburt eines kleinen Mädchens feiert, in dem sich das Gute, die sittliche Schönheit und die Vollkommenheit versammeln, die die wahre menschliche Natur bilden. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, nicht nur, dass wir dieses Fest feiern, dass die Kirche es feiert, sondern dass wir selber immer wieder neu den Blick lernen auf sie, auf diese duftende Blüte,
die allzeit reine Jungfrau und allheilige Mutter, damit wir selber diesen geistlichen Reichtum in uns aufnehmen und ihn so an andere vererben.